Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar diesmal Kerbal Space Program. Ja, ich liebe dieses Spiel über alles, das muss ich gleich am Anfang sagen. Und ich habe jetzt am Wochenende richtig reingehasselt, habe ein paar Mods zusammengestellt und. Ich kann hier nebenan noch auf dem zweiten Bildschirm gerade die Modliste sehen. Das sind so um die 50 Mods, die ich installiert habe, grafisch, spielerweiternd und. Wir spielen auf der neuesten Version, auf der 1.9.1. Und ja, ihr seht eh schon hier, das ist nicht so ganz Standard mit der Kiste hinten drauf und dass da oben das so komisch ausschaut, auch nicht Standard. Aber ich würde sagen, das tun wir alles im Spiel selber erklären. Wir gehen jetzt erstmal auf Spiel starten und dann auf neues Spiel starten. Ich habe gedacht, wir spielen Wirtschaftsmodus. Da Sandbox, da hast du keine Herausforderung wirklich. Da kannst du halt viel machen, just for fun. Wissenschaft, da hast du so das Ziel, du musst deine Wissenschaft forschen und hin und her. Und der Karrieremodus, mit dem kam ich noch nie wirklich zurecht. Was für eine Flagge wählen wir uns aus? Ist eigentlich noch mäßig wurscht, weil ich eigentlich gerne in der Zukunft eine eigene Flagge haben würde. Die muss ich aber noch zeichnen, weil jetzt einfach das mit dem Ende von der Let's Play-Serie von Schlacht um Mittelerde zu schnell ging, habe ich mir nicht wirklich eine Flagge erstellen können in der Zeit. Ich bin dafür, dass wir jetzt das erste dieses... Ah, wir nehmen die Wintereule. Und das nennen wir jetzt einfach mal Let's Play. Dann klicken wir hier auf Starten. Ah, was ihr bestimmt schon gemerkt habt, was ich vergessen habe zu sagen, die Facecam ist frei. Also, ich kann mich hier einfach frei rumbewegen, egal wohin. Ich kann jetzt zum Beispiel mal schnell in die Mitte. Fum, so ganz easy, schnell, weil das alles im Cut passiert diesmal. Ich tue die Facecam jetzt extra aufnehmen. Meine Software zum Aufnehmen hat es nicht mittlerweile freigeschaltet, lustigerweise. Leute, ich kann jetzt hier einfach mal einen Kreis auf dem Bildschirm machen und. Ups. Und so ganz easy. So, gleich zum Anfang, man merkt, die Grafik ist ein bisschen anders. Man sieht hier auch den Mond und alles. Ich habe den Scatterer installiert. Bedeutet grafische Überarbeitung plus ein paar Grafikmods. Entfernte Planeten werden besser angezeigt, hier wie zum Beispiel der Mond und alles. Was auch installiert ist, ist der Extraplanetary Launchpad. Das ist ein Mod, mit dem man im Weltraum und auf anderen Planeten Raumschiffe bauen kann. Und wir haben Kerbalism installiert. Das ist halt einer der wichtigsten Mods. Kerbalism ist Überleben, bedeutet, man hat Strahlung, man hat Essen, man hat Trinken, man hat Lebensraum, dass wir alles beachten müssen auf längeren Flügen. Was unangenehm werden kann, wenn dir der Strom ausgeht und die Lebenserhaltungssysteme ausfallen. Nicht cool. Ich habe das nicht nur alles getestet, ein bisschen, nicht viel. Ich bin, glaube ich, bis ungefähr hier gekommen bis jetzt. Ihr seht, es ist tonnenweise mehr. Tonnenweise mehr. Und es ist auch dementsprechend schwerer. Da dank Kerbalism das Wissenschaftspunkte sammeln länger dauert. Ich zeige euch das aber jetzt dann mal direkt im Fahrzeugfabrik. Mein eigentlicher Plan war nämlich mit dem echten Sonnensystem zu spielen. Das hat nicht so gut mit Kerbalism funktioniert. Da hat es dann alles nicht so gut zusammenhing. Wir nehmen jetzt erstmal die Zwiebel. Ganz, ganz easy. Wir müssen nur die ersten paar Punkte schnell sammeln. Dafür brauchen wir Strom. Strom haben wir noch nicht mal. Ha, scheiße. Wir haben hier ein bisschen Strom drin. ES, elektrischer Strom. Albator, was das jetzt ist, halt kein Nahrungsmittel, Wasser, Sauerstoff und Shielding. Aha, da kann ich das Shielding hoch tun auch. Gut zu wissen. Wir starten jetzt einfach mal direkt die Raumfähre. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze ausschaut am Ende. Ich werde, so zur Info, zwischendurch wahrscheinlich, auch wenn wir Flugzeuge haben, ein bisschen rumfliegen und Wissenschaftspunkte sammeln. Einfach damit im Let's Play selber nicht so viel Grindness aufkommt oder Grinding aufkommt. Das will ich so ein bisschen vermeiden. Ich will, dass wir auch immer weiter fortfahren und nicht immer wieder dieselbe Mission nochmal fliegen müssen. So, ihr hört es auch schon, wir haben nämlich auch den Chatter aktiviert. Bedeutet, bei uns werden immer mal wieder ein paar Beeps aufkommen und ein paar nette Gespräche. So, dann gehen wir hier hin und hier können wir den Crewbericht jetzt starten. Da seht ihr, der bringt uns 0,9. Insgesamt dauert 4 Minuten. Wir steigen aber davor mal mit ihm hier aus. Einmal runterklettern. So. Und starten einmal den EVA-Bericht und die Oberflächenaufnahme. Da können wir mal hochfahren. Und die ganzen coolen Sounds sind natürlich jetzt auch dazu gekommen. Also wie der atmet und alles.
relativ gechillt. So, jetzt haben wir hier schon mal 9 Punkte insgesamt. Und die Kugel bewegt sich, das finde ich uncool. Wir können hier auch zum Beispiel die inspizieren. Das kommt darum zu schauen, ob die hier... Sieht unbenutzt aus. Sie ist überhaupt nicht an. Was ist da? In einer guten Verfassung. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in diese blöde Kugel wieder rein? Da unten sieht die immer wieder rumläuft. Jab. Wir müssen in die Kugel da wieder reinkommen, ne? Fuck. Okay, das war ein schlechter Move. Deswegen nehme ich die Kugel eigentlich nie. Aber die ist gleich praktisch für kurze Weltraum- oder so Notfallkapseln. Könnte die sehr interessant sein. Da müssen wir uns mal was überlegen. Weil, also, ich habe einen Plan. Ich werde dazu nochmal eine Skizze machen, aber die sehen wir dann in den nächsten Folgen. Jetzt haben wir eh schon. 14 Punkte. Nice. Und jetzt tun wir die hier noch bergen. Kriegen wir nochmal 0,9. Jetzt sind wir bei 14,6 Punkten. Das erlaubt uns hier die ersten weiteren Sachen freizuschalten. Und auch hier die ersten größeren Treibstofftanks. Was wichtig wird, Fallschirme, um zu fliegen. Außerdem gibt es hier das Hitzeschild für Wiedereintritte. Stabilität natürlich auch eine wichtige Sache. Und was auch wichtig ist, ist dann hier oben. Da kriegen wir neuen Treibstoff. Und das kann sehr wichtig werden, weil diese neuen Treibstoffe extrem mehr Kraft haben, extrem viel mehr Kraft selber haben. Und dadurch wir höher kommen. Hier sehen wir es eh schon, Überleben und alles drum und dran. Was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, ist der hier, weil hier können wir Strom speichern. Weil unsere Flüge werden aktuell nicht so lange halten. Bedeutet, hier hinzukommen wäre für mich der erste Meilenstein. Das hier zu bekommen wäre auch praktisch. Was dann auch sehr wichtig wird, wird unser erstes Solarmodul, die Photovoltaik OX Stat, da wir sonst nicht langere Flüge oder auch Proben in den Weltraum schicken können. Aber dafür müssen wir später weiterschauen. Erstmal wird für das hier wird praktisch sein, vor allem die Luftfahrt, weil wir dann fliegen können und halt bei uns auf dem Planeten ein bisschen rumfliegen können. Aber schauen wir jetzt mal, dass wir das hier kriegen. Ah, das geht im aktuellen Zustand noch relativ easy. Ach, schau, hier sehen wir eh noch, was aktuelles Zustand ist. Ich muss ja sagen, Kerbal Space Program entwickelt sich cool weiter. Ich finde schade, was aktuell mit Kerbal Space Program 2 passiert. Ich hätte mich drüber gefreut, wenn das, sagen wir mal, angenehmer verläuft mit der Entwicklung. Aber ja, so, jetzt brauchen wir erstmal hier einen Thermometer von Zeus. Ein Geigerzähler. Und ein Behältnis mit ein bisschen Goo. Dann gehen wir wieder auf den Start. Wir machen so wenig wie möglich. Bedeutet, wir schauen auch, dass wir nicht immer voll die Raketen bauen und dann für weniger verwenden als geplant. Wäre mein Plan, nennen wir es so. Ob es funktioniert, da bin ich mir jetzt nicht unbedingt so sicher. Aber ich denke, es wird ein cooles Let's Play, vor allem mit den Plänen, die ich hätte. Wird auch anstrengend teilweise und richtig große Missionen am Laufen. So, jetzt starten wir erstmal das Thermometer. Das bringt uns hier nochmal 9 Punkte. Oder 0,9 Punkte. Das bringt uns hier nochmal 1,2 Punkte. Und der Mystery 1,8. Und jetzt brauchen wir noch kurz den Q-Verlauf und dann einmal hochdrehen die Zeit. Und dann werden wir eh bald wahrscheinlich gewarnt. Ah, nee, kein Speicherplatz mehr. Haha. Schlammeier, so. Das habe ich total vergessen. Passiert mir immer wieder. Das ist halt ungewohnt, wenn man mit diesem Kerbalism-Mod, ich habe davor immer mit TechLife gespielt, da hat sich nichts an der Wissenschaft verändert, sondern es gab nur Essen und Trinken. Das war's. Du hattest nicht Probleme mit Strahlung und allem. Aber ich habe mir gedacht, für dieses Großprojekt, wo wir auch im Weltraum bauen können, also uns noch eine Erleichterung mitgeben dann später, wäre es praktisch sozusagen sowas zu machen. Aber ja, schau mal. Das kostet 15, 18, 20 Punkte. Unangenehm. Hoch. Ich hab gebingt. So. Zurück. Jetzt bauen wir uns mal die erste größere Rakete. Hitzeschilde werden noch nicht gebraucht. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist eine ganz, ganz kleine Sache. Erstmal tun wir diesen Mystery Goo weg. Und setzen hier den Innenbehälter hin. Daran setzen wir jetzt das. Und da drauf kommt jetzt, wo ist es denn, keine Schraube, da, der Fallschirm. Das ist sozusagen die Kapsel, die wir jetzt immer zum Retournieren auf die Erde brauchen. Darunter kommt jetzt
ein kleiner Separator. Und vor allem wichtig, die Probenkapazität immer hochdrehen. Das macht bei uns ja nichts aus. Ich glaube, im normalen Spiel kostet das Teil dann mehr. Ja, kostet mehr. Hier unten seht ihr, jetzt sind wir bei 6000. Da musst du wirklich dann auch auf den Preis achten. Was wir hier zum Glück nicht machen müssen. Es könnte sein, dass sich vielleicht ein, zwei Mods noch ändern, beziehungsweise mehr werden. Ich hätte gern halt wirklich geschaut, dass wir schon mit Wissenschaft arbeiten müssen, also immer so Fortschritte haben, aber uns trotzdem das nicht allzu schwer machen, dass es zu grindy wird. Bedeutet, ich habe überlegt, so in einer Weltraumstation sozusagen, dass wir das da alles ablagern können. Und jetzt halt starten wir das erste kleine Pröbchen gleich. Ich bin gespannt. Das wird die erste Probe sein. Die kriegt jetzt das mittlere Modul. Das müsste reichen. Und das ist einfach mal die Osiris. Osiris. We won. Nicht Ausrufezeichen. Starten. Die Kappeln. Fallschirm. Schaut alles passend aus. Und dann starten wir das Ganze. Ich habe auch heute erst gecheckt, warum ich immer bei 30 FPS limitiert wurde. Weil ich das Spiel auf V-Sync jeden Frame kontrollieren gestellt habe. War vielleicht nicht die schlauste Idee am Ende. Aber mittlerweile haben wir viele Probleme gelöst. Ich habe auch das auf Direct 11 geschaltet, ansonsten hätte es nicht so flüssig funktioniert. Du musst so viel einstellen bei diesem Spiel mittlerweile. Aber es ist immer noch eins der grandiosesten Simulatoren-Spiele, die ich denke, die es auf der Welt gibt. Wir starten den Crewbericht hier. Wir starten das Teil hier. Das Teil hier. Und den Mystery Goo. Starten. Hallo. So. Und jetzt können wir hier auf Daten gehen. Das ist sehr praktisch. Hier sehen wir nicht immer den aktuellen Status. Das kann wichtig sein, wenn wir unterwegs sind und wissen wollen, was senden wir gerade? Senden wir überhaupt was weg? Erfahren wir gerade neue Sachen? Das sehen wir hier natürlich immer sehr, sehr praktisch live. Jetzt gehen wir hier mal auf SRS aktivieren. Das kann jetzt ziemlich unangenehm werden gleich. Wir spulen ein bisschen vor. Die ersten sind fertig. Die Oberfläche Körben ist noch nicht fertig. Komm, mach hin. Wir wollen fliegen. Alter, wie viele Daten kommen denn da zusammen? So, einer ist fertig und der zweite Alter. Wer sucht denn dann noch? Ah, okay, fertig. Dann würde ich sagen, wie viel Strom haben wir denn noch? Ah, ist fast nichts weg. 3, 2, 1, Liftoff. Und schon sammeln wir neue Energie und wir gehen jetzt ganz langsam in die Luft. Damit wir hier so viel wie möglich sammeln können. Weil es gibt dann auch noch die hohe Atmosphäre. Bedeutet, ich reguliere jetzt immer so ein bisschen runter und ich schaue hier unten auf unsere Meter per Seconds, wie gut die steigen. Jetzt sind wir an einem sehr guten Punkt. Schaut alles gut aus. Immer alles natürlich im Blick behalten. Wir sind aktuell bei 60 ms. Es steigt immer schneller, dadurch, dass die Atmosphäre dünner wird. Wir haben fast keine Vertical Gies. Und die Punkte, die steigen. Hier sehen wir nicht immer auch den aktuellen Zustand, wie es ausschaut. Und der hier ist 0,3 aktuell wert, flugtief. Ich will gerade, ob wir Richtung Wasser fliegen oder hier hin. Ich bin dafür, dass wir hier hin fliegen. Wir fliegen jetzt Richtung Land, weil wir da natürlich nochmal die Bodenproben nehmen können. Deswegen geben wir da nochmal ein bisschen Gas. Wir gehen immer mehr in den Senkrechtflug über. Oh, wir treffen, glaube ich, gerade auf die Schallmauer. Mit 400 Meter pro Sekunde. Und jetzt sind wir über den Grasland. Jetzt kriegen wir schon andere Temperaturen-Scans. Alles drum und dran. Deswegen musst du teilweise einfach mal gerade ruhig drüber fliegen. Aber schau mal, wie der Winkel ist. Sobald es auf 0 geht, werde ich die kappeln. 3, 2, 1. Die kappeln. Auf Gegenrotation setzen. Bremse aktivieren. Jetzt sind wir natürlich aerodynamisch schlecht. Und Fallschirm raus. Jetzt können wir das SRS deaktivieren. Und schaut mal, wie weit wir allein schon mit der kleinen Rakete gekommen sind. Das ist der Wahnsinn. Brutal. Schauen wir mal, ja. 2,1, das braucht 2 Minuten, um den kompletten Datensatz zu sammeln. Wir sollten vielleicht mal unserem Kollegen hier die Daten wegnehmen, ansonsten funktioniert das nicht so gut. Wie viele Daten sind jetzt hier drin? 0,8. 08, 07, 11, 09, 10, 2006.
nicht so schön wie erhofft. Beim nächsten Flug schaffen wir es vielleicht bis zu den Bergen, dann können wir die Berge untersuchen. Und da 3, 2, 1. Bumm. Bremsen! Jetzt sehen die Gehkräfte kurz hoch und jetzt. Da ist der Mann. Mit dem Mann hätte ich einen sehr großen Plan in der Zukunft. Aber den verrate ich noch nicht. Den verrate ich erst, wenn ich genau die Pläne hätte. Aber Mann wird für uns eine sehr wichtige Position, genauso wie Minmus. Ich habe auch relativ viel mehr, sagen wir mal so, im Sinne, ich habe mir viel von Elon Musk und den ganzen Bereichen abgeschaut. Oder Ideen mir daher geholt, was wir in diesem Projekt auch machen können. Also, was ist jetzt los? Ich habe gerade ein riesiges Windows-Fenster vor mir. Geh mal kurz weg, so. Da weiß es, ist jetzt einfach auf. C++ möchte sich installieren. Und ihr seht schon, wie viel Daten wir haben. Und wir haben noch 12% verfügbar. Bedeutet, wir machen jetzt ein EVA, jumpen hier raus. Weil hier kommen wir easy wieder rein. Und können hier einmal. Nein, Mann! Nur Wissenschaftspunkte nehmen. Den Helm kannst du abziehen, weil du bist eh daheim. Und der Halsring kann auch weg. Und so kriegen wir jetzt nochmal relativ viel Daten auf einen Schlag. Und das ist wichtig. So irgendwie schauen. Das hat normalerweise immer mit dem Flugzeug gemacht. Dann später. Weil du natürlich da relativ weit kommst. Als hast du keinen Speicherplatz mehr. Und jetzt schauen wir mal, wie viel davon übrig bleibt. Das irritiert mich gerade. Warum will. Ah, Red Dead Redemption 2 ist runtergeladen. Yes! Nice! Das habe ich total vergessen, dass der das alles installieren muss. So. Sachen sind da. Wie viel haben wir denn jetzt? 25! Holy shit! 16 Wissenschaftspunkte haben wir insgesamt gesammelt. Und 0,8 für den Flug überlebt. Jetzt können wir nochmal kurz in die Forschung gehen. Und ich würde sagen, wir gehen auf Fallschirm. Weil hier haben wir auch die ersten kleinen Druckbehälter und Vorratsbehälter, die uns es ermöglichen, in den Weltraum zu schießen. Und das sollten wir relativ bald sogar schaffen. Deswegen Forschung akzeptieren. Und Leute, ich würde sagen, ich muss euch leider schon verabschieden, denn ich will Leertaste drücken von Foundation gewinnen. Das war's für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, was für Ideen ihr hättet, was wir denn für ein schönes Projekt hier machen können. Was ihr für Ideen hättet, wohin wir fliegen, was wir bauen könnten. Wir haben nicht Bodenkolonisation auch dabei. Leute, wir können eine self-sustaining Bodenplattform auch mal bauen. Und somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!